Let's be real. Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu Let's Be Real. Heute haben wir einen neuen Vorsitzenden der Junge Union Frankfurt zu Gast, Leopold Born. Danke, Leo, dass du heute für uns Zeit genommen hast. Danke für deine Zeit. Stelle ich dir erstmal Fragen, ja? So. Was bedeutet für dich, Vorsitzende der Junge Union zu sein? Was ist deine politische Vision? Ja, erstmal, Hi Nino, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Für mich bedeutet, Vorsitzender der Jungen Union in Frankfurt zu sein, vor allem eine Verpflichtung und eine große Ehre. Wir sind knapp 1000 Mitglieder hier in Frankfurt und das sind junge Menschen, die politisch aktiv sein wollen, die diskutieren wollen, die streiten, denen die Zukunft wichtig ist, die sich für Frankfurt, aber auch für Hessen und Deutschland einsetzen wollen. Und ich sehe es als meine Aufgabe, den Verband zu organisieren, den Verband zu leiten, junge Menschen für Politik zu begeistern und diesen ganzen Mitgliedern eine Stimme zu geben in der CDU, aber auch weiter darüber hinaus. Schön. Es fällt auf, dass andere Parteien, wie zum Beispiel die Grünen im Moment in Deutschland, mit ihrem Personal offenbar mehr viel Erfolg haben als CDU. Was meinst du, woran liegt das? Ja, die Frage haben wir uns oft gestellt als CDU. Ich glaube, das Hauptproblem war nicht die Stärke der Grünen oder der SPD, sondern die Schwäche der CDU. Wir haben in den letzten Jahren, aber vor allem im letzten Jahr, uns sehr viel mit uns selber beschäftigt, sehr viel intern gestritten, waren nicht geschlossen aufgetreten, hatten keine klare Vision, die die Menschen überzeugt hat. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum Menschen die SPD und vielleicht auch die Grünen bevorzugt haben als politische Partei. Und wenn wir als CDU wieder geschlossen stehen, wenn wir mit einer Meinung, mit ordentlichen Positionen an die Menschen gehen, so wie wir es auch in den letzten Monaten schon geschafft haben, dann glaube ich, können wir auch wieder stärkste Kraft werden. Ja, das ist doch schön und viel Erfolg. Danke. Dabei im 21. Jahrhundert sprechen wir immer noch über Frauenrechte und die Gleichstellung von Frauen und Männern. Traurig und peinlich genug. Was ist deine persönliche Meinung dazu? Ja, ich kann dir da nur recht geben. Es ist traurig und peinlich, dass es sozusagen überhaupt noch ein Thema sein muss. Für uns, und ich glaube, da spreche ich für alle in der jungen Generation, steht dieses Thema gar nicht mehr zur Debatte. Es ist klar, dass Frauen und Männer gleichberechtigt und am besten auch in gleichen Zahlen politisch aktiv sein sollen, politisch vertreten sein sollen. Viele Unternehmen haben der Politik schon viel voraus, wenn es darum geht, Gremien entsprechend paritätisch zu besetzen. Wir müssen uns als politische Organisation viel darum kümmern, dass wir Politik für Frauen und auch Familien freundlicher gestalten. Da geht es um die Tagungszeiten, um Tagungsformen, um Veranstaltungsformen. Und da haben wir als CDU und auch als JU noch viel vor uns. Aber wir sind da schon wesentlich weiter, als unser Ruf vielleicht vorsieht. Und ich glaube, dass es für uns in der Jungen Union überhaupt kein Thema oder überhaupt keine Frage mehr ist, sondern für uns ist selbstverständlich, dass Frau, Mann und auch in allen anderen Richtungen wir sozusagen die ganze Vielfalt der Gesellschaft bei uns in der politischen Organisation auch abbilden müssen. Und was meinst du, Junge Union Frankfurt ist genug weiblich? Ja, ich glaube, ja, wir haben viele starke junge Frauen bei uns im Team. Und mir war es auch wichtig, dass wir den Kreisvorstand von der JU Frankfurt gleichmäßig besetzen. Wir haben im Moment von unseren 4 Stadtbezirksverbänden sind 2 von Frauen, 2 von Männern geführt, ohne jede Quote. Ich glaube, dass wir in der CDU und auch in der JU keine Quote brauchen, um Frauen zu beteiligen und auch gleichberechtigt Politik machen zu lassen, sondern dass wir das auch aus eigener Stärke und aus eigener Kraft machen können. Nicht, weil es eine Quote vorschreibt, sondern weil wir wissen, das ist der klügere Weg, dass wir Frauen entsprechend einbinden und bei uns sozusagen in der ersten Reihe bei uns mitkämpfen können. Das ist auch schön, sehr gut. Was wissen die Leute nicht über dich? Ich hatte eine Sache, die viele schon inzwischen wissen, ist, dass ich Fallschirmspringer bin, dass ich aus Flugzeugen springe. Eine Sache, die wahrscheinlich noch nicht so bekannt ist, dass ich viele interessante Minijobs als Jugendlicher hatte. Ich habe lange Zeit mal als Küchenhilfe gearbeitet. Wow. Und war viele Jahre lang Fahrradmechaniker, habe Fahrräder repariert, Schläuche gepflegt.
Interessant. Sehr gut. Was willst du in Frankfurt schon lange ändern oder tun? Eine Sache, für die ich mich im Moment ganz besonders einsetze, ist, dass wir endlich wieder einen würdigen Oberbürgermeister bekommen. Ich finde, Peter Feldmann ist in der Art, wie er sich verhält in den letzten Monaten, er ist angeklagt, es haben Hausdurchsuchungen stattgefunden, es finden Ermittlungen statt, es hat der Pokalraub bei unseren Eintracht-Helden stattgefunden. Für mich ist dieser Oberbürgermeister nicht mehr haltbar und deswegen setze ich mich mit aller Kraft dafür ein, dass wir einen Neuanfang im Amt des Oberbürgermeisters bekommen. Ich kämpfe dafür, dass wir Peter Feldmann im Herbst abwählen und dann hoffentlich Anfang nächsten Jahres einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin wählen können. Toi, 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 das wünschen wir alle Frankfurter halt. Ja. In welchen Bereichen willst du dich meistens konzentrieren? Es sind zwei Sachen mir besonders wichtig. Das eine ist die Beteiligung. Ich glaube, dass wir, und das betrifft alle Parteien, die Bevölkerung viel besser einbinden müssen in politische Entscheidungsprozesse. Jeder Mensch in dieser Stadt, aber das gilt genauso für Hessen und Deutschland, hat schon ein gutes Gefühl dafür, was ihm politisch wichtig ist und was nicht. Wir müssen in den Entscheidungen, egal ob das in den kommunalen Parlamenten oder im Landes- und Bundesparlament ist, müssen wir den Menschen die Chance geben, sich dort an den Prozessen zu beteiligen, eine stärkere Stimme zu bekommen. Und vor allem bei jungen Menschen, ich glaube, jungen Menschen müssen wir mehr Gehör verschaffen in der Politik. Das ist das eine. Und das zweite ist mein Herzensthema, die Wirtschaftspolitik. Wir müssen uns in Frankfurt, das sind nicht nur die Banken, es ist nicht nur der Chemie- und Flughafenstandort, sondern auch uns darum kümmern, dass hier Startups angesiedelt werden, dass wir ein attraktiverer Wirtschaftsstandort werden. Und dazu gehört dann auch eine kluge Bildungspolitik, eine kluge Verkehrspolitik, ordentliche Kulturpolitik. Und das sind alles Punkte, an denen es im Moment in Frankfurt mangelt. Super. Den Satz gehört dir. In Klammer, die CDU Hessen braucht ein inhaltliches und organisatorisches Update. Was bringst du mit, was wirklich den Unterschied ausmacht? Was ist, was du damit gemeint hast? Ja, ich bin jung, ich bin motiviert, ich habe ein festes Standbein außerhalb der Politik und ich will diese ganze Erfahrung, die ich im Freundeskreis sammle, die ich im Beruf sammle, durch meine Ausbildung gesammelt habe, in der CDU einbringen, um dieses organisatorische und inhaltliche Update und auch personelle Update zu bringen. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sind oft nicht an der Stärke der anderen gescheitert, sondern an der eigenen Schwäche. Und wir müssen uns so aufstellen, dass wir kluges, gutes Personal, junges, attraktives Personal aufstellen, dass wir entscheidende und kluge inhaltliche Forderungen auch an die Menschen kommunizieren. Und an diesem Wandel, wir nennen es jetzt oft die Mitmachpartei, daran will ich mitwirken. Also CDU war immer eine Volkspartei gewesen und möchte ich jetzt von dir wissen, meinst du das noch, dass CDU Volkspartei ist? Ja, bin ich ganz fest von überzeugt, dass wir weiterhin Volkspartei sind und dass wir das vor allem weiterhin sein wollen. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass wir da noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen haben, damit wir das auch bleiben. Und es gibt aber eine ganze junge Generation und viele junge Menschen, die wollen dabei mithelfen, dass wir das auch bleiben. Super. Wie war deine Meinung nach deinem bisherigen politischen Weg? War das schwer? Ich habe es nie als schwer empfunden. Ich habe das Gefühl, wenn man von etwas wirklich überzeugt ist, für was mit wirklich kämpfen will und auch bereit ist, Opfer zu bringen, dann geht es fast von alleine. Und wenn dann auch noch Leute dabei sind, mit denen man gerne zusammenarbeitet, dann macht es auch noch Spaß. Das ist doch schön. Und noch letzte Frage. Wer ist Leopold Born? Leopold Born ist motiviert, er arbeitet hart, ist fleißig und nimmt sich selber auch nicht zu ernst. Okay. Liebe Leo, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen heute. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Kraft, deine Ideen und Visionen umzusetzen in Frankfurt, weil das im Internationalen Frag von Frankfurt, das wir sehr brauchen. Liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.